Leute. Ich bin heute in meinem Studio. und ich will heute zeigen, wie man mit einfachen Mitteln sein Molle-Gier ein bisschen aufwerten kann. Ja, und als erstes mal, Molle hat jeder schon mal gehört, der sich mit dem Thema beschäftigt. Das sind diese circa 4 cm breiten Schlaufen. Molle, was bedeutet das eigentlich? Ich muss mir auch im Zettel schauen. Modular Lightweight Load Carrying System. Also Leichtgewicht Modularsystem zum Laden und Tragen. Und zwar ist das Molle der Nachfolger vom Alice. Alice hat auch bestimmt schon mal jemand gehört. Die Alice Clips. Auch an verschiedenen Ausrüstungsgegenständen mit hinten dran. Die Alice Clips sind ausgerichtet um ans Lochkoppelsystem bzw. an die US-Lochkoppel zu packen. Das sind so circa 5 cm Breite. Und das Gute ist noch, dass das Alice-System an das Molle-System angebracht werden kann. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Das hier sind die Alice-Clips. Einmal hier geschlossen und einmal hier offen. Und Alice bedeutet All-Purpose Lightweight Load Carrying Equipment, was so viel bedeutet für mehrere Einsatzmöglichkeiten, wie der Leichtgewicht, Tragen und Laden, Ausrüstung. Ein bisschen gefummelt, aber wenn man es öfters macht, ist das gar kein Problem. Also, ihr seht ja, habt ihr ja eben schon die Spangen gesehen, ich weiß es nicht. So, jedenfalls ist jetzt hier sicher dran. Läuft. So, und da habe ich als erstes mal diese Klettbänder hier. Klett kennt auch jeder, haben wir schon mal gehört. Nehme ich hier rein. Da durch. So, jetzt bin ich schon mal durch. Auf der anderen Seite auch nochmal. Genau dasselbe. Na klar. So, jetzt habe ich hier einen Poncho. Zum Dranmachen ist das immer ganz gut, wenn man die Sachen auf dem Boden legt, weil dann kämpft man nicht gegen die Schwerkraft quasi. So, ihr seht, hält. Okay, wäre vielleicht besser, jetzt das unten dran zu machen. Mache ich jetzt gleich beim nächsten Beispiel. Was ich noch sagen muss, ist, diese Klettverschlüsse, die sind relativ witterungsanfällig. Da kann es sein, dass in die Hakenfläche, dass da Dreck reinkommt. Mit der Zeit kann es schlechter halten. Mit witterungsanfällig meine ich, wenn das Zeug nass ist, ist es nicht mehr ganz so stabil. Dafür ist es so, dass ihr von diesen 4 Gurten, da könnt ihr, glaube ich, 4 Stück für 2 € oder. Also ich will mich jetzt noch nicht festlegen, aber die sind sehr günstig. Als nächstes habe ich hier selbst genäht bzw. nähen lassen. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden mit einer Nähmaschine, also das sind diese Gummibänder und diese Fast-Clicks, ich glaube Plastik-Schnellverschlüsse, ich weiß gerade nicht den Namen, und was es verkaufst, die gibt es auch in verschiedenen Größen, bekommt ihr auch bei eBay und ja, die passen dann auch durch diese Mollelaschen. Und wieder als Beispiel der Poncho.
So, jetzt habe ich es mal unten hingehängt. Hängt sicher. Okay, wenn jetzt relativ schweres Zeug dran ist oder wenn was dran ist, überhaupt meine ich dann, diese Gummibänder, die sind flexibel. Was ich noch gut finde, dann kann man sie für verschiedene Größen anwenden, ohne die Größe umstellen zu müssen. Und es geht auch wirklich schnell mit dem Aufmachen. Einmal nochmal, ich habe den Poncho in der Hand. Gut, jetzt ist hier natürlich auch nochmal ein Band rum. Okay, ihr wisst aber, was ich meine. Also Vorteil bei diesen Gummibändern und Klickverschlüssen ist, dass man da noch ein bisschen längenflexibel ist und dass es eben sehr schnell auf und zu geht. Okay. Und die dritte Möglichkeit, die aber übrigens auch fertig gekauft ist, sind diese Bänder hier. Die sind ca. 30-40 cm lang. Muss ich nachher nochmal messen und einfügen. Hier in Oliv ist es, obwohl es gerade ein bisschen dunkel wird, mit Alu-Schnellverschlüssen. Na komm mal. Ich hänge jetzt mal nichts dran, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Ja, da würde jetzt der Poncho genauso reinpassen. Okay. Na, jedenfalls sind diese. Die habe ich bei eBay erstanden, ich glaube 10 Stück. 10 Stück 10 Euro oder 10 Stück 11 Euro, die kosten ja auch nicht die Welt. Und in meinen Augen ist es jetzt von den drei Sachen das stabilste. Die Frage ist natürlich, was wollt ihr wirklich dran machen? Wie groß muss die Lasche sein? Also hier sieht man ja, das geht bis ins Unermessliche. Andererseits kann man die natürlich auch kürzen und hier mit dem Feuerzeug dann verschweißen. Hier ist das Ganze dann noch in etwas breiter und etwas größer. Das passt jetzt nicht zum Molly, aber die sind dann wirklich so groß, das nennt sich sogenannte Miedergummi. Das reicht dann auch um einen Schlafsack rum, Zelt oder was auch immer. Und zum Beispiel auch, sag ich mal, wenn ihr einen Behälter habt oder sonst was, er hat keinen eigenen richtigen Verschluss, dann ja. Das ist jetzt auch nicht wie Fort Knox, aber okay, ihr wisst, was ich meine. Was man natürlich auch machen kann, solche Nylonbänder, wie ihr sie hier seht, die kann man genauso kaufen im Markt, in der Nähabteilung oder was weiß ich. Ich wollte es deswegen zeigen, weil ich hatte mich ja für die Klicks an den Gummibändern entschieden, und zwar deswegen einfach wegen der Größenverstellbarkeit, der Flexibilität. Ja, und ich persönlich finde es einfach cool, weil man sich dann die eigene Ausrüstung für je nachdem, was man macht, also eine kleine Tour, dann macht man vielleicht außen gar nichts hin oder man bleibt über Nacht, dann kann man eine Taschenlampentasche hinmachen. Ja, also es gibt da zig Möglichkeiten, so einen Rucksack zu vergrößern, da mehr dran zu machen. Dadurch, dass eben das Molly dran ist, hier ist auch nochmal ein Molly, und die lassen sich auch wunderbar verwenden. Also entweder sie selbst, um einen Poncho dran zu machen, oder hier noch eine Tasche dran zu machen. Ich blende jetzt nebenher ein paar ältere Bilder ein, weil ich jetzt nicht nochmal alles so unbedingt zeigen will. Jo, das ist Molly. Damit lässt sich einiges anfangen. Das ist einer meiner Lieblingsrucksäcke oder der Lieblingsrucksack. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mit dem Molle sich ein paar Gedanken zu machen oder vielleicht die eine oder andere Verbesserung am eigenen Gear vorzunehmen. Und in diesem Sinne sage ich, geht raus, daheim sterben die Leute. Danke fürs Zuschauen.